Ich muss Ihnen etwas vorlesen. Eher geht ein Kamel durch das Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Das steht, Sie wissen es wahrscheinlich, steht in der Bibel. In diesem Land besitzen 10% der Deutschen mehr als 50% des gesamten Vermögens. Wo beginnt die Gier? Wie viel Reichtum ist gerecht? Und ist Armut ungerecht? Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer armer. Die Banken haben sich verzockt, werden dennoch gerettet und machen weiter wie bisher? Nichts dazugelernt? Wir brauchen die Banken für unser System, behauptet die Politik anderswo. Oder hatte der alte Karl Marx doch recht? Der Kapitalismus ist am Ende? Der Kapitalismus hat versagt. Mittlerweile sind wir ja alle Sklaven des Kapitals. Ich finde es katastrophal und die Entwicklung für unsere Zukunft sehe ich sehr beängstigend. Eins ist klar, so geht's nicht weiter. Am Ende kein Geld mehr und auch keine Werte mehr. Eins ist klar, so geht es nicht weiter. Darüber sollten wir miteinander reden. Ich begrüße ganz herzlich Klaus-Peter Müller, Aufsichtsrat. Die im Wesentlichen dieses Geschäft von New York und von London aus betrieben haben. Es soll keine Entschuldigung für den Platz Frankfurt sein, aber ich glaube, ein Gebot der Fairness gebietet, das zu sagen. Denn die vielen, vielen Mitarbeiter, die wir in Zweigstellen haben, bei Volksbanken, Sparkassen und privaten Banken, haben mit Zocke nichts zu tun. Okay, die Ehre der Banker da unten ist gerettet, aber bleiben wir noch einen Moment bei den Werten. Herr Neher, ein anderer Banker, ein Kollege von Herrn Müller, der Rolf Breuer, ehedem Deutsche Bank, der hat mal gesagt, die gegenwärtige Struktur der Finanzmärkte spiegelt eigentlich nur die Wertewelt des Westens wider. Gut, ich glaube, man muss ja bei der ganzen Fragestellung wahrscheinlich mindestens 10 Jahre zurückgehen und muss ja schauen, wie haben sich denn die Rahmenbedingungen verändert seit der Zeit, die natürlich mitursächlich sind. Ich sage mal Stichwort Renditeerwartung, Eigenkapitalverzinsung, Deregulierung. Das sind ja alles Sachen, die nicht vom Himmel fielen. Und von daher ist es sicherlich, was ist Henne und was ist Ei? Also gibt es eine Ursache darin, dass politische Rahmenbedingungen verändert wurden für die Finanzmärkte auf Druck internationaler Gesamtsituation? Hat das dann nochmal eine bestimmte Gier ausgelöst? Oder ist eine bestimmte Erwartung der Menschen an eine gute Rendite, an eine Kapitalverzinsung auch eine Ursache wiederum für das Verhalten der Banken? Also ich glaube, beides gehört zusammen. Ich meine, da kommen wir auf diesen Begriff der Gier. Ist das etwas, was uns Menschen, uns alle auszeichnet, Gier? Ja, nun gut, Gier zählt an sich in die Nähe der Todsünden und ist deshalb nichts, was uns auszeichnen sollte. Aber ja, die Menschen sind heute, ich glaube, radikaler in ihrem Anspruch, wie sich ihr Geld verzinsen sollte und sehr viel aggressiver dabei, Schritte zu gehen, die sie früher nicht mal erwogen hätten. Ich habe aus der Bankerwelt meinen Spruch gehört, Herr Neher, wenn es Brei regnet, muss man den Löffel raushalten. Der Spruch sagt mir jetzt nichts, aber ich denke, zunächst mal ist es so, der Begriff Gier spitzt noch mal eine bestimmte Verhaltensweise des Menschen sehr zu. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, jeder, der da danach gefragt wird, freut sich ja, wenn das Geld, was er hat, und sei es wenig, sich vermehrt. Also insofern ist ja da drin durchaus ein Bedürfnis, auch nach Lebensabsicherung, nach einem gewissen Fortschritt, auch in der eigenen Lebensentwicklung, was ja nicht von Haus aus negativ zu bewerten ist. Die Frage ist, wo ist der Knackpunkt, wo etwas Dimensionen annimmt, die eigentlich im normalen Empfinden nicht mehr verankert sind. Jetzt mal Tacheles. War dieser Knackpunkt überschritten in der Bankerwelt? War da ein bisschen zu viel Gier? Also ich glaube ja. Also für mich ist einer der Schlüsselerlebnisse die Geschichte von Ackermann mit dem 25% Renditeerwartung an die eigene Bank. Das ist eine Dimension, finde ich. Herr Müller, ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber das ist für mich eine Dimension, die kein normaler Mensch hat so eine Form von Verzinsung oder kann die auch über seine eigene Arbeit erreichen. Also das würde ich mal als ein Symbol nennen für eine Situation, die gekippt ist. Herr Schmidt, unabhängig jetzt mal von der Person Ackermann, ja, es hat in der Mitte der 2005, 2006 haben die Anleger verlangt, dass Banken 20-25% Rendite machen. Haben die Anleger das verlangt? Das haben die Anleger verlangt. Oder hat mir das versprochen? Nein. Das haben die Anleger verlangt. Und es begann natürlich ein Wettbewerb unter den großen führenden Instituten, speziell denen, die starkes Investmentbanking hatten. Denn ohne Investmentbanking waren diese Renditen nicht zu erreichen.
Also traf das für die Sparkassen, Volksbanken zunächst mal gar nicht zu, auch für das kommerzielle Bankgeschäft weniger. Im Ergebnis hieß das, wer dann unter 20% lag, sah aus wie ein Versager. Dass das die Stimmung nicht begünstigt und dass dann auch zum Teil angstgetrieben Geschäft gemacht wird, um diese Renditen zu erreichen, hat nur in Teilen mit Gier zu tun, sondern war zunächst ein völlig überdimensionierter Ertragsanspruch an diese Branche. Und wir haben nicht, das macht uns eben zu Mitschuldigen, wir haben nicht den Mut gehabt zu sagen, solche Renditen sind in unserem Geschäft seriös nicht zu erwirtschaften und wir werden uns deshalb dieser Form der Vorgabe nicht anschließen. Was bedeutet hätte, dass die Aktie wahrscheinlich abgestraft worden wäre? Ich hätte, also eine kleine Korrektur würde ich doch machen, Herr Müller. Ich meine, es ist die Frage, ist es der Wunsch der Anleger nach dieser Rendite? Ich würde den nicht ausschließen. Aber es ist ja auch so, dass Kreditinstitute, die in der Weise, wie sie verfasst sind, als Aktiengesellschaften, dass die natürlich auch den Anspruch haben, im eigenen Interesse eine gewisse Renditeerwartung zu erfüllen. Also von daher meine ich schon, dass die Verantwortlichen der Banken auch mit dafür verantwortlich sind. Also ich glaube, dass es ein gegenseitiges Zuspielen ist von Erwartungen der Anleger, aber sehr wohl auch der Bankverantwortlichen für ihre eigenen Institute. Und verkaufen dann ja auch den Kunden etwas mit diesem großen Versprechen, oder? Wenn ich von Anlegern spreche, meine ich zunächst einmal die Analysten, die für die großen institutionellen Angeber den Takt vorgeben. Der klassische Aktionär, der Kleinaktionär, zählt nicht zu denen, die 25% verlangen, weil er gar nicht über die mathematischen Voraussetzungen verfügt, das so zu belegen. Und ich bin mit Ihnen, Herr Prellat, der Meinung, dass in der Tat wir Banken damals den Mut hätten haben müssen zu sagen, wir können das nicht schaffen und wir müssen uns von diesem Zug völlig abkoppeln. So, was ist passiert? Die Commerzbank? Nicht nur die, hat sich verzockt, ich sag's jetzt mal, und wir Steuerzahler haben es ausbaden müssen. Aber 18 Milliarden sind es gewesen. Ja, jetzt langsam. Ist das nicht oder ist das verkehrt? Nein, jetzt geht's schon wieder durcheinander. Also erstmal von den 18 Milliarden sind bereits 14 Milliarden zurückbezahlt mit einem Strafzins von 1 Milliarde obendrauf. Also insofern, nein, ich möchte nur dem Eindruck entgegensprechen, hier ist eine Spende geleistet worden. Das ist nicht so. Und der Vorstand dieser Bank hat natürlich die Absicht, die restlichen 1,9 Milliarden inklusive Zinsen auch noch zurückzuzahlen. Das ist wichtig, damit auch bei unseren Zuschauern nicht der Eindruck entsteht, hier sei Geld verschenkt worden. Ist doch auch was schiefgelaufen, auch in Ihrem Haus doch, ganz konkret, oder? Ja, natürlich. Wir haben die Staatsschuldenkrise, wir haben eine Finanzkrise nach Lehman gehabt, mit der niemand gerechnet hat. Es gab überhaupt niemand, der geglaubt hat, dass sowas jemals möglich sein würde. Und ich bitte Sie, denken Sie jetzt mal an Griechenland und an die benachbarten Staaten. Der Kauf von solchen Wertpapieren war ohne Kapitalunterlegung von der Aufsicht genehmigt. Das heißt, diese Papiere waren risikofrei. Und plötzlich haben wir Milliarden in Griechenland abschreiben müssen. Dafür gab es kein Modell, dafür war man auch nicht gewappnet. Herr Nier, als ich unlängst in einer Caritas-Beratungsstelle war in Süddeutschland, da hat mir einer, man sagt die Klienten, einer der Hartz-IV-Empfänger dort, der hat zu mir gesagt, wir alle retten jetzt die Banken, auch wenn die später zurückzahlen, wir alle retten die Banken, weil wer rettet eigentlich uns? Also ich verstehe so eine Argumentation total gut. Weil natürlich grundsätzlich wurde suggeriert in der gesamten Öffentlichkeit, dass hier Unmengen Geld den Banken zur Verfügung gestellt wird, was ja weitgehend zum Teil Rettungsschirme waren, im Sinne nochmal für Risikoabwägung. Und dass der normale Bürger zu Recht sagt, was ist denn mit mir? Und ich meine, in dem Zusammenhang würde ich gerne den Begriff der Systemrelevanz einführen. Das war ja von der Politik eigentlich genannt, weil Banken, Großbanken, Commerzbank für das Wirtschaftssystem relevant sind, können wir nie in die Pleite gehen lassen, weil letztlich dann auch der kleine Mann, die kleine Frau nochmal darunter leidet dann, wenn das eigene Geld verloren geht. Aber ich würde die Frage gern umdrehen, weil den Begriff als solchen finde ich exzellent. Aber die Frage stellen, was ist denn systemrelevant? Also ist es die Bank für ein bestimmtes Wirtschaftssystem? In einem bestimmten Denken ist sie für das System relevant. Aber gibt es denn noch andere Werte, die für unser gesellschaftliches Miteinander analog relevant sind? Herr Müller. Ohne jeden Zweifel. Ich glaube, dass mit Systemrelevanz alleine die Antwort nicht hinreichend gegeben ist. Die Frage von Systemrelevanz macht sich doch zunächst einmal an der schieren Größe eines Institutes fest. Die beiden Schweizer Großbanken verfügen über ein höheres Volumen als der schweizerische Bundeshaushalt. Wenn Sie dann nicht von Systemrelevanz sprechen, dann weiß ich nicht mehr, wann sie gegeben ist. Von was für ein System reden wir denn eigentlich hier?
Das ist die gesamte Volkswirtschaft. Wir reden vom System der Volkswirtschaft. Wir reden vom System. Natürlich. Das Land wäre nicht mehr in der Lage gewesen, wenn diese beiden Banken kaputt gegangen wären, in der Schweiz oder in Belgien, wo es eine ähnliche Situation gäbe, wäre die Wirtschaft im Grunde genommen zusammengebrochen. Ich spitze mal die Frage von Herrn Neher geradezu. Wie systemrelevant für dieses System ist so etwas wie Gerechtigkeit, sozialer Frieden? Was würden Sie dazu sagen? Ja, nur zunächst mal, weder zum einen noch zum anderen habe ich Opposition anzumelden, dass wir ein Maximum an Gerechtigkeit anstreben müssen, ist völlig klar. Und das heißt für mich, Darlehen müssen verzinst werden. Sie müssen zurückgezahlt werden, sie müssen verzinst werden. Das sind keine Geschenke Gottes oder der Steuerzahler. Das ist doch völlig klar. Und die Frage von sozialem Frieden stellt sich uns mit oder ohne Krise jeden Tag neu. Die sollten wir auch freimachen von der Frage, ob wir im Moment irgendwelche Krisen überwintern, sondern die Frage nach dem sozialen Frieden müssen wir auch innerhalb einer sozialen Marktwirtschaft jeden Tag neu beantworten. Ich würde gerne trotzdem noch, also neben diesen Fragen, nochmal den Punkt, wie kommt es denn dazu, dass eine einzelne Bank oder auch nur wenige Banken so eine große Bedeutung bekommen, dass sie für das gesamte Volkswirtschaft, dass sie Relevanz. Und da meine ich, komme ich auch nochmal auf die Entwicklung seit Anfang 2000, wo es ja auch politischer Wille war, dass möglichst viele Banken zusammengehen, also praktisch eine Größe sammeln, die dann aber im Krisenfall hochproblematisch. Also ich habe, ist ja bekannt, dass ich auf einer Bank eine Lehre gemacht habe. Die Bank gibt es ja so heute lange nicht mehr, weil sie in der Zwischenzeit mehrfach fusioniert wurde mit anderen Banken. Und damit kommt natürlich eine Größenordnung zustande, wo ich glaube, eine Anonymität und eine Größenordnung. Wenn die in die Bredouille gerät, dann haben wir tatsächlich ein volkswirtschaftliches Problem. Man merkt natürlich, dass der Prelat eine Banklehre gemacht hat. Ja, muss man vielleicht nur festhalten. Ist lange im Jahre, her, aber, im Jahre, aber Sie haben keine Banklehre gemacht, oder? Nein, leider nicht. Das würde das Gleichgewicht ein bisschen herstellen. Im Jahre 2000 war es, glaube ich, als der amerikanische Präsident Bush dem Drängen der Wall Street nachgegeben hat und hat den sogenannten Leverage, das heißt den Hebel, den Banken auf ihr Eigenkapital einsetzen dürfen, dramatisch erhöht. Dem haben sich anschließend die großen europäischen und letztlich alle Industrienationen rund um den Globus angeschlossen. Damit war mit einem Schlag, konnte eine Bank, die bisher, ich sag mal, mit 10 Milliarden Kapital ein Kreditvolumen von, ich greife jetzt mal wild, von 200 Milliarden gestalten konnte, konnte jetzt eins gestalten, das doppelt so hoch war. Genau. Und das hat dazu geführt, dass die Volumina, die Größenordnungen aus den Fugen gerieten. Dann kommt hinzu, dass es zu Fusionen, Megafusionen kam. Ja. Plötzlich war eine große Bank nur noch im Mittelfeld oder übermorgen klein. Das sind alles Entwicklungen, die der Prelat richtig dargestellt hat. Was mich irritiert, selbst bei diesen Fusionen stehen ja noch Menschen dahinter. Und sagen wir mal einen Daumen, wir haben 1000, ungefähr 2000 führende Topmanager in diesem Lande, möglicherweise. Okay, gut. Ja. Einer von denen hat mal gesagt, also eigentlich sind wir doch auch nur gute Menschen. Wir haben auch Familie zu Hause, wir gehen sonntags in die Kirche, glauben auch an den lieben Gott und haben auch einen Wertekodex. So, okay, das glaube ich dem ja auch. Und trotzdem ist hier irgendwas passiert. Sind die irgendwann dann doch... Erstens ist das vom Grundsatz her richtig. Natürlich sind Manager nicht Ex-Kathedra, schlechte, böse Menschen, wertlos, denen Familie oder sonstige Dinge nichts bedeuten und die von sozialer Härte geprägt sind. Das ist ja schierer Unsinn. Es wäre ja ganz verrückt, wenn das so wäre. Was ist denn geschehen? Und das ist doch das, was wir herausarbeiten müssen. Wir haben Situationen erlebt, für die es keinen Probefall gegeben hat. Die Pleite von Lehman Brothers hat die ganze Welt erschüttert. Und wenn Sie mal einen Schritt zurückgehen, bevor Lehman pleite gegangen ist, das hatte ja Gründe, haben Investmentbanken an der Wall Street Schundartikel so zusammengepackt, dass sie an sich unverkäuflich gewesen wären, aber Ratingagenturen haben sie mit einem ausgezeichneten Kreditrating ausgestattet. Das hat dazu geführt, dass diese Pakete weltweit verkauft werden konnten, weil sie einen etwas höheren Zins brachten, als die damalige nationale Zinslandschaft es in Deutschland oder England oder sonst wo gestattet hätte. Das heißt, wir diese Produkte gekauft haben, gestützt auf erstklassige Ratings, wurden plötzlich nicht Täter, wir waren plötzlich Opfer und flogen genauso in diese Geschichte hinein, wie dann viele, viele Anleger. Das hat dazu geführt, nicht plötzlich Wertlosigkeit oder ein Verkommen von Wertehaushalten, unverändert gilt für alle sozialen Schichten. Es gibt weiße und es gibt schwarze Schafe. Aber Täter, Opfer, jetzt verschiebt sich hier was, Herr Neher.
Gut, ich glaube, man wird dem ganzen Problem natürlich auch nicht gerecht. Zunächst mal mit persönlichen Schuldzuweisungen an irgendeine bestimmte Berufsgruppe. Ich glaube, dass es schon nochmal wichtig ist zu gucken, wie waren politisch, und da bleibe ich dabei, politisch eingeleitete Rahmenbedingungen von demokratisch gewählten Regierungen. Das muss man einfach deutlich sagen. Also was die ganzen Finanzmarktsituation der letzten 10 Jahre angeht. Und da glaube ich schon, dass es jetzt ein Erkenntnisfortschritt ist, einmal von tatsächlich verantwortungsvollen Bankern, aber auch von der Politik, die an der Stelle jetzt gefordert ist, Rahmenbedingungen zu schaffen für eine sorgfältigere Bankenaufsicht, für entsprechende Regelungen, was die Finanzmarktprodukte angeht. Und das glaube ich, dass das, wäre meine Einschätzung, in den Jahren sträflich vernachlässigt wurde, unterschätzt wurde. Und es war vielleicht ein zu großes Risikospiel. Und viele von uns haben sich gern mit verführen lassen. Manche haben dabei auch gewonnen. Ich erinnere mich an den Einspielfilm zu Beginn. Da wurden Zahlen aufgegriffen aus dem aktuellen Armuts- und Reichtumsbericht in der Bundesrepublik. Ich hole die nochmal gerade. 10% der Deutschen verfügen über 53% des Privatvermögens. Und 50% der Bürger besitzen zusammen etwa 1%. Ja. Das ist eine Entwicklung, die ja seit vielen Jahren läuft. Also, und die hat sich natürlich in den letzten Jahren zum Teil noch mal beschleunigt. Da gibt es handfeste Gründe dafür, zum Beispiel eine Erbschaftssteuer, die dem zu vererbenden Vermögen nicht gerecht wird, als ein Problem. Da gibt es Gründe in der... Das heißt, Sie würden die Erbschaftssteuer drastisch anheben? Ja, klar. Also ich denke, wenn aus einem jährlich zu vererbenden Volumen von ca. 350 Milliarden Euro dem Staat 3,4 Milliarden als Erbschaftssteuer, nur deshalb, dass jemand reich ist, weil er reiche Eltern hat, das ist, glaube ich, dem sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft auf Dauer nicht förderlich. Und ich glaube, dass es berechtigt ist an der Stelle, wie ja kürzlich eine Gerichtsentscheidung auch deutlich festgestellt hat, dass die relativ großzügige Befreiung auch von Betriebsvermögen jedenfalls nochmal kritisch zu befragen ist. Herr Müller? Hier habe ich nur insofern einen kleinen Widerspruch anzumelden. Ich würde mir wünschen, bevor wir überhaupt von weiteren Steuererhöhungen sprechen, und die Erbschaftssteuer ist eine, über die man sicherlich im großen Kontext sprechen kann. Bevor wir das tun, würde ich gerne mal darauf hinweisen, dieses, unser Land, hat die höchsten Steuereinnahmen in seiner Geschichte. Und sie sprudeln sehr viel heftiger, als wir uns das jemals haben vorstellen können, als es geschätzt worden ist. Die erste Frage, die beantwortet werden muss, ist, haben wir ein Einnahmenproblem oder haben wir ein Ausgabenproblem? Und an dieser Stelle gestatten Sie mir zunächst mal zu sagen, bevor weitere Mittel ungebremst über Steuererhöhungen in die Einnahmetöpfe hineingehen, würde ich gerne mal eine kritischere Betrachtung der Ausgabentöpfe sehen wollen. Und das, glaube ich, müssen wir uns abverlangen, bevor wir darüber sprechen, was wir mehr tun wollen. Wir sind von 27 Euro-Ländern auf Rang 8 mit der Höhe der Einkommensteuer. Wir sind auf Rang 4, nur 3 haben höhere Steuern. Was heißt das konkret in Ausgabenpolitik? Sagen Sie mal konkret. Was machen wir mit dem Geld? Wenn ich Rekordeinnahmen habe, muss doch zulässig sein zu fragen, was macht ihr mit dem Geld? Also, Herr Müller, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich nenne ein Beispiel. Die Bundesregierung wurde vor Jahren beauftragt, zu evaluieren, wie die familienpolitischen Leistungen, die in unserem Land gezahlt werden, welche Wirkung die haben. Wir warten seit Jahren auf ein Ergebnis. Das heißt, dass das Geld, das da ist, auf seine Wirkung hin zu überprüfen ist. Also hat zum Beispiel, wenn jemand in der Schule ist und dann die entsprechende Förderung hat für die Zeit, wenn er in den Beruf einsteigt, welche Wirkung hat diese Unterstützung oder die Berufsförderungsmaßnahmen oder die Familienleistung? Ein Stichwort nur zu sagen, das ist berechtigt, die Leistungen anzugucken, die geleistet werden. Da bin ich bei Ihnen, bevor eine Erhöhung von Steuern wirklich sorgfältig zu schauen. Ich nenne noch mal eins, weil ich das gerne nenne. Die für mich völlig unsinnige Abwrackprämie, die vor Jahren über Nacht 5 Milliarden Euro waren plötzlich da. Dieses Geld wurde verwendet, hätte aber auf seine Effizienz hin, auf seine Hebelwirkung hin, meine ich, völlig anders eingesetzt werden könnte. Ein letztes, die Befreiung der Hoteliers von der Mehrwertsteuer, also von der, das zu halbieren, ein Beitrag, wo ich glaube, der hätte auch sinnvoller eingesetzt werden können. Und das greife ich damit auf, im Sinne der volkswirtschaftlichen Wirkung. Sie nicken, das heißt, die 3 Punkte sind bei Ihnen gebongt. Abwrackprämie, Unsinn. Die sind nicht gebongt, das kann ich gut nachvollziehen. Aber mit denen, lassen wir doch mal drüber sprechen, was wollen wir denn ändern? Also mein erstes Petitum war, bevor neue Steuern erhoben werden, hätte ich gerne noch mal eine kritische Überprüfung der Mittelverwendung. Woran liegt Arbeitslosigkeit? Woher kommen die Hartz-IV-Empfänger?
Arbeitslosigkeit ist zunächst mal Ausdruck eines zu geringen Wirtschaftswachstums. Deshalb muss man kein Wachstumsfetischist sein, um zu sagen, Wachstum trägt dazu bei, dass mehr Arbeitsplätze entstehen. Das ist das, was wir wollen. Die Frage, die sich danach stellt, ist, wie wird das in der Zukunft weitergehen? Wir sind ein Hightech-Land. Wir brauchen qualifizierte Arbeitskräfte und wir werden immer weniger Verwendung haben für Menschen ohne Schulausbildung oder ohne berufliche Ausbildung. Ergo würde ich mir wünschen, dass wir Mittel gezielt, ganz gezielt und fokussiert einsetzen, um den Bildungsstand von Menschen zu erhöhen und dazu beizutragen, dass die Anzahl derer, die keine Abschlüsse hat, steigt. Dann würde ich mir aber auch wünschen, und das hat mich also sehr betroffen gemacht, Stern TV hat 100 Arbeitslose vor dem Frankfurter Arbeitsamt befragt und wollte ihnen also Jobinterviews anbieten. Aber bevor man das getan hat, hat man sie gefragt, wie es ihnen geht. Und sie haben alle ihre Leidensgeschichte erzählt. Und für jeden von uns Zuschauern war klar, das war ernst. Und anschließend sind sie mit dem Personalchef von McDonald's hin und haben gesagt, und jetzt bieten wir euch konkrete Arbeit an. 14 von über 100 waren an einem Gespräch überhaupt nur interessiert. 9 sind eingeladen worden. 6 sind unentschuldigt ferngeblieben. 3 sind gekommen. Davon haben dann Gott sei Dank 2 Damen einen Job bekommen. Das ist leider auch Wirklichkeit. Das mit den Erfahrungen der Klientel entschuldigen. Nee, darf ich nur sagen, ohne dass ich das verallgemeinern möchte. Aber auch da sehe ich einen Ansatzpunkt. Wir können auch mit den Hartz-IV-Geldern mehr anstellen, wenn wir Missbrauch unterbinden. Da kurzes Wort darauf. Der Punkt ist der, wenn Stern TV sowas macht, dann sage ich einfach, habe ich die Unterstellung, dass das Interesse geleitet war, um das Thema Missbrauch in einer Weise hochzupuschen, was der Realität nicht entspricht. Natürlich wissen wir, dass es Missbrauch gibt. Was gibt es nicht, was missbraucht wird? Nur ich glaube, dass man dem größten Teil der Menschen, die Hartz IV empfangen und wirklich Arbeit wollen, mit solchen Beiträgen Unrecht tut. Der größte Teil, der möchte tatsächlich in Arbeit kommen, ist interessiert daran, dass er aus der Situation rauskommt. Denn der Hartz IV Regelsatz beileibe ist ja nicht so gestaltet, dass man da sich bequem einrichten kann. Also ich lege nur mal ein Plädoyer für diese Menschen ab und ich glaube, dass die Instrumente, aber das ist, bin ich wieder dabei und wo wir auch sozialpolitisch sehr engagiert sind, wie hilfreich und förderlich sind die arbeitsmarktpolitischen Instrumente, die wir haben, die wir einsetzen, dass Menschen tatsächlich Arbeit finden. Da ist in den letzten Jahren viel passiert, aber wir haben nach wie vor zum Beispiel bei Langzeitarbeitslosen ein Riesenproblem, dass die tatsächlich in Arbeit kommen. Und an der Stelle ist es schon berechtigt, nochmal nachzurüsten und zu gucken, was muss mit dem vorhandenen Geld passieren und wo muss aber vielleicht auch nochmal etwas zusätzlich eingelegt werden. Ich werfe nochmal einen Begriff in die Debatte, der möglicherweise ein höchst subjektiver ist, trotzdem das Stichwort von der Gerechtigkeit. Ich habe eben diese Zahlen gesagt über die Vermögensverteilung in diesem Lande. Es gibt eine andere Zahl, ich glaube 70% der Bundesbürger empfinden Reichtum in diesem Land ungerecht verteilt. Also unter Gerechtigkeit, wenn ich mal an Rüstow denke, den Soziologen und Volkswirt, der gesagt hat, Gleichheit am Anfang kann man im Sinne von Startgleichheit verlangen. Gleichheit am Ende nur im Sinne von Neid. Jedem das Seine verlangt die Gerechtigkeit, jedem das Gleiche verlangt der Neid. Deshalb Vorsicht mit der Begrifflichkeit. Ich möchte Chancengleichheit. Ich möchte, dass alle Menschen, die bereit und willens sind, sich ausbilden, fortbilden zu lassen, zu arbeiten, dass die in diesem Land gleiche Chancen haben. Da fehlt es uns zum Beispiel an Stipendien. Da würde ich mir für dieses Land noch einiges mehr vorstellen können. Eine Verteilungsgerechtigkeit, in der steht, dass jeder, der morgens wach wird und zur Arbeit geht, gleiches Geld bekommt, das ist Sozialismus pur. Und selbst die haben es nicht. Die Bibel wieder, ich habe es vorhin vorgelesen mit dem Kamel und dem Nadelöhr. Herr Neher, wie viel Reichtum ist gerecht oder wann kippt es? Also ich würde gerne zu dem einen was sagen. Angesichts der Armutsreichtumsverteilung ist das Gefühl mehr als berechtigt zu sagen, es kann nicht gerecht zugehen. Wenn also 10% der Bevölkerung also über 50, mehr wie 50% des Vermögens verfügt. Also ich glaube, das muss man schon konstatieren. Da kann es nicht gerecht zugehen. Da kann es nicht gerecht zugehen. Und gleichzeitig ist natürlich ist auch klar, es gibt keine gleichmacherische Gleichheit aller. Ja? Aber ich glaube, vor dem Hintergrund d'accord zu sagen, wir müssen gucken, wie die vorhandenen Mittel eingesetzt werden. Aus dem Aspekt der Gleichberechtigung und der Gerechtigkeit meine ich eben schon auch, dass einzelne Steuerarten angeguckt werden müssen, wie viel Spielraum sie haben. Gleichzeitig dürfen wir nicht den Fehler machen zu meinen, von punktuellen Steuererhöhungen, der Spitzensteuersatz, der Vermögensteuer, daran praktisch abzulesen, wie die gesamtgesellschaftliche Gerechtigkeit ist. Das wird nicht gelingen. Also über Steuererhöhung und Steuerveränderung werden wir den Punkt nicht umdrehen. Und vielleicht noch ein Wort zur Bibel, wenn ich das nur sagen darf. Kurzes Wort zur Bibel. Also ich denke, der Punkt ist ja der, dass in der Heiligen Schrift
nicht der Reichtum als solcher verteufelt wird, sondern was mit ihm geschieht. Ich nenne das Beispiel vom Reichen, von dem Kornbauer, der seine Scheunen baut. Das Fatale, wenn Jesus dann sagt zu ihm, du Narr, noch in dieser Nacht wirst du sterben, heißt ja nicht, dass er, weil er vorgesorgt hat, sondern weil er meinte, mit seinem Reichtum Leute, die Zukunft zu sichern. Also Leute, nimmt die Bibel nicht zu wörtlich. Aber trotzdem, da kann es sich gerecht zugehen, hat der Prälat eben gerade gesagt, mit Blick auf die Armuts- und Reichtumsverteilung in diesem Lande. Nochmal, ich glaube, dass es diese institutionelle Gerechtigkeit nicht gibt. Und der Prälat hat sie auch nicht eingeklagt. Eine de facto Gerechtigkeit? De facto entsteht dann Gerechtigkeit, wenn Reiche stärker strapaziert, Vermögende, um mal vom Begriff reich wegzukommen, ja. Wenn Vermögende stärker beitragen müssen, als dass Arme oder weniger Vermögende sind, dann finde ich das richtig, dann finde ich das gerecht. Mhm. Die Frage von Vermögensteuer erscheint mir schwachsinnig, weil bisher alle Auguren sagen, die Eintreibung der Vermögensteuer ist teurer als das, was übrig bleibt. Also müssen wir nach einer anderen Ressource suchen, wenn wir höhere Steuern haben wollen. Aber eine Verteilungsgerechtigkeit gibt es nicht. Wir sind, glaube ich, die von uns, die das Glück haben, dass es ihnen besser geht, materiell besser geht. Dazu zählen wir auch der ein oder andere Journalist. Wir sollten uns dieses Privilegs, das ja vielleicht nicht unverdient ist, das ja erarbeitet sein mag und in den meisten Fällen ist, dieses Privileg sollten wir uns dadurch würdig erweisen, dass wir die Kirchensteuer weiterzahlen, Herr Prälat, das ist nur meine feste Überzeugung, und dass wir ab und zu auch mal in den Spendenbeutel greifen und nicht nur über Gutes reden, das anderen abverlangt wird. Letztes Wort, reicht das aus mit den Spenden? Das wäre mir zu wenig. Ja. Ich denke, es braucht eine Gerechtigkeit, die jenseits der persönlichen Wohltätigkeit ist. Also ich glaube, ja. Es braucht eine Steuergerechtigkeit auch, um eine soziale Gerechtigkeit und Solidarität in der Gesellschaft zu ermöglichen. Aber zu diesem gehört tatsächlich auch Chancengerechtigkeit, da gehört Bildungsgerechtigkeit ganz wesentlich dazu. Es wäre zu kurz gegriffen, die Gerechtigkeit nur am fiskalischen Vermögen festzumachen. Übrigens, die 10% Vermögenden, von denen Sie zu Recht gesagt haben, dass Ihnen über, ich glaube, 53% zahlen natürlich auch mehr als 50% aller Steuern. Es gibt ja sogar welche, die wollen noch mehr Steuern zahlen. Ja, sind Sie auch bereit dazu? Ja. Das sind Worte. Okay, gut. Steuererhöhung also doch. Ja. Gut, okay. Herr Müller, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Herr Neher. Der Rest ist jetzt an Ihnen. Sie müssen weiter nachdenken. Gesprächsstoff haben wir Ihnen genug.